Hallo Grillfreunde, ich habe meinen Pastrami gemacht, das seht euch auf dem Brett und wenn ihr wissen wollt, ob das was geworden ist, dann bleibt einfach dran. Pastrami machen. Ich habe mich mal ein bisschen auf amerikanischen Seiten rumgetrieben und da bin ich auf Erstaunliches gestoßen. Und zwar machen die das nämlich völlig anders als das, was man hier so auf unseren deutschen Seiten findet. Ich werde eine richtige flüssige Pökellage dazu machen, werde das eine Woche lang pökeln. Und was sich genau hinter der amerikanischen Weise verbirgt, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Und natürlich unten als PDF habe ich das nochmal ein bisschen aufgeschrieben, wie das alles funktioniert mit den ganzen Zutaten, mit den ganzen Mengen. Aber jetzt lasst uns erstmal loslegen und wenn ihr dann nachher sehen wollt, wenn ich es anschneide, dann müsst ihr schon bis zum Ende schauen. Ich stelle jetzt erstmal die Lage her. Dazu muss ich Wasser kochen und die Zutaten hereingeben. Welche genau ich dafür brauche, habe ich hier unten. Ich zeige die euch mal. Ich habe es ein bisschen auf meinem Tellerchen geordnet. Hier habe ich einmal Nelken, die habe ich mit einem Mörser klein gemacht, ein Knoblauchgranulat, Ingwer, Koriander, das ist Pökelsalz und das sind Wacholderbeeren, habe ich ebenfalls im Mörser ein bisschen klein gemacht. Dann habe ich hier noch Salz und hier einen Muscovado-Zucker. Und natürlich kann man hier im Töpfchen ist das Wasser. Jetzt wird es recht unspektakulär. Einfach alle Zutaten in den Topf reingeben, bisschen umrühren, zum Kochen bringen und dann abkühlen lassen. Das Wasser kocht. Gebe mal das Salz rein. Es soll sich natürlich alles auflösen. Den Zucker gleich noch mit rein. Immer schön rühren dabei. Der Zucker und das Salz setzt sich unten am Boden ab. Nicht, dass euch da was anbrennt. Das soll natürlich nicht passieren. Und wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Rührwerkzeug spürt ihr nichts mehr, was am Boden rumliegt, dann kommt der Rest an den Gewürzen auch noch dazu. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Also die Zutaten sind natürlich kalt, das heißt, das entzieht dem Wasser wieder Energie. Es muss erstmal wieder kochen und dann lasse ich das ca. 10 Minuten kochen. Ja, dann machen wir aus und lassen es abkühlen. Pastrami Tag 2. Ja, das dauert halt alles ein bisschen. Meine Lage ist jetzt abgekühlt. Und hier habe ich ein wunderschönes Stück Rinderbrust. Ich werde das jetzt noch ein bisschen parieren, da ist mir ein bisschen zu viel Fett dran. Alles werde ich nicht runternehmen. Und dann ja, kommt das in die Lage rein und ich sage euch, wie es dann weitergeht. Also so schlimm sieht es wirklich nicht aus mit dem Fett. Also hier ist schon relativ gut wegpariert. Aber hier haben wir einen guten Zentimeter noch drauf. Das werde ich entsprechend noch runternehmen, so gut wie. Und die andere Seite, ja, ein bisschen vielleicht noch. Mal gucken. Ich zeige es euch, wenn es fertig ist. So sieht es jetzt aus. Also, wenn man es hier ein bisschen sehen kann, vielleicht fahre ich mit der Kamera noch ein bisschen näher ran. Also, eine herrliche Marmorierung hat das Stück. Sieht ja fast aus wie ein Flanksteak, ne? So soll mir das jetzt reichen. Den Rest an Fett lasse ich dran. Und ja, ich nehme jetzt ein geeignetes Gefäß und da kommt das rein mit der Lage. Fleisch drin. Und dann kommt die Lake dazu. Das Fleisch sollte drin schwimmen, ihr seht das. Ich werde das noch ein kleines bisschen beschweren, dass es wirklich unten bleibt. Und da bleibt es drin, geht so in den Kühlschrank. Ja, für wie lange? Ich denke, es werden 8 Tage werden. Und ja, so lange werde ich es auch nicht mehr sehen. Ich mache da jetzt eine Frischhaltefolie drüber und ja, wir sehen uns gleich. Ich sehe es erst in 8 Tagen wieder. So schnell geht's. 8 Tage sind rum mit einem kleinen Location-Wechsel. Ich bin in unsere richtige Küche heute reingegangen. Viel ist nicht zu tun. Ich muss das Fleisch jetzt aus der Lage rausnehmen. Bin gespannt, wie es aussieht und ja, trockentopfen und mit einem Rapp versehen. Hier ist nur das gute Stück. Ich mache hier immer so ein Gummi drum. Ich weiß nicht, also die Frischhaltefolie klebt bei mir irgendwie nie da dran.
Es ist schon mal freudig zu sehen, dass kein Schimmel oder sowas drauf ist. Also das wäre wirklich nicht so toll. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich hatte gesagt, ich werde das Stück Fleisch ein bisschen beschweren. Ich habe da so einen Teller reingemacht, damit er so wirklich unten bleibt. Den nehme ich als erstes mal raus. Und dann stelle ich mal die Schüssel kurz hier rüber, damit ich mein Brett ein bisschen präparieren kann, weil die Flüssigkeit muss weg. Tada, da ist das gute Stück. Es fühlt sich fester an auf jeden Fall. So soll das auch sein. Ich mache das jetzt trocken und dann zeige ich euch mal die Gewürzmischung. So, mal noch ein bisschen näher ran. Also wie ihr sehen könnt, das Fleisch hat seine Farbe auch verändert. Okay, hier ist noch ein Fleck, was halt irgendwie rot geblieben ist. Durch was das ist, wahrscheinlich hat da der Teller drauf gelegen. Kann ich so nicht sagen. Wir hoffen, dass es trotzdem gut wird. Das darf jetzt nochmal durchziehen, aber jetzt zeige ich erstmal die Gewürzmischung. Das wird mein Trockenwrap sozusagen, ne, für dieses Pastrami, was ich vorhab. Ich habe hier, was habe ich denn alles hier? Ich habe hier auf jeden Fall schwarzen Pfeffer, Koriander, Senfkörner, Paprika edelsüß, Knoblauchpulver, einen Rohrzucker und Zwiebelpulver. Und das müssen wir natürlich einfach erstmal alles schön vermengen. Fertig vermengt und jetzt kommt das Ganze ans Fleisch ran. Ich nehme hier einfach die nette Edelstahlform, habe ja nichts zu verschenken. Und dann verteilen wir natürlich den Rapp großzügig ringsherum auf das komplette Fleisch, alle Seiten, überall sozusagen. Ich mache das jetzt mal schnell und zeige euch, wenn es fertig ist. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch das Fleisch nochmal, aber ja, man sieht nicht viel, das ist halt ein eingerapptes Stück Fleisch. Ich packe es jetzt in einen Vakuumbeutel. Ihr könnt es auch in Frischhaltefolie einschlagen und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Hier ist das gute Stück. Einvakuumiert. Man sieht nicht viel, also schön hier drin. Wie gesagt, ihr könnt es auch in Frischhaltefolie einwickeln und einfach da drin liegen lassen. Ich habe halt den Vakuumbeutel bevorzugt. Dem einen oder anderen ist sicherlich aufgefallen, ich habe das nicht abgewaschen. Das ist bei der Lage nicht notwendig. Einfach nur abtrocknen. Es gibt ja auch so Fertigmischungen und sowas. Also, ja, es steht drauf, was drin ist. Ich vertraue den Ganzen nicht. Ich mache das lieber selber. Und ihr habt ja gesehen, also die Lage herstellen ist jetzt nun wirklich keine große Kunst. Es macht sich viel einfacher. Flüssigkeit kommt viel besser überall hin. Da müsst ihr euch da keine Gedanken machen, dass diese Vorwürzung, diese Vorpögelung, diese Trockenpögelung, dass das gleichmäßig auf dem Fleisch verteilt ist. Ihr müsst das im Kühlschrank nicht andauernd wenden. Ihr könnt das da drin einfach liegen lassen. Und die Flüssigkeit, die macht den Rest. So wie es jetzt gewürzt ist, also hier in dem Beutel, bleibt das jetzt noch mal mindestens 24 Stunden drin. Ihr könnt das auch länger drin lassen, aber 24 Stunden Minimum, dass halt die Gewürze, die jetzt in dieser Trockenwrap drin sind, noch mal schön einwirken kann. Und ja, wenn das geschehen ist, dann darf das Pastrami endlich auf dem Grill Platz nehmen. Also Pastrami-Herstellung, es ist eine leckere Geschichte, aber zeitaufwendig. Man muss nicht viel machen, aber man hat immer ziemlich viele Pausen dazwischen. Für mich heißt es jetzt wieder warten, für euch nur einen kurzen Moment, also sag ich mal bis gleich. Kaum eingepackt, geht schon wieder ans Auspacken. Ich habe hier das gute Stück im Hintergrund, vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Da steht schon mein Wassersmoker, der ist schon am Aufheizen, den fülle ich noch mit Wasser auf. Und ja, wenn das soweit ist, dann packe ich das aus. Temperaturen aktuell, mal gucken. Außentemperatur 10 Grad, im Grill haben wir schon 114, das passt soweit. Ich will zwischen 100 und 120 Grad heiß räuchern, aber ja, einregeln und solange bis das fertig ist, Wasser muss ich noch heiß machen. Ich trinke erstmal einen Kaffee und dann packen wir das aus und riechen erstmal, wie das riecht, bevor ich es drauflege. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel vielleicht hier an der Stelle. Ich habe mal die Tüte hier aufgeschnitten. Ja, riechen tut das schon mal fantastisch. Grill ist eingeregelt. Wir drücken das noch ein bisschen zusammen hier an den Stellen, damit das ein bisschen gleichmäßige Dicke bekommt.
Und dann versehe ich das natürlich noch mit einem Temperaturfühler, schön in der Mitte. Auf Knochen und sowas brauchen wir hier nicht achten. Deckel drauf und das war's fast. Räuchern will ich hiermit. Das ist ja, Mirabelle. Ich hatte meinen Mirabellenbaum im Garten, den habe ich entsprechend zerlegt. Der hat mich da entsprechend gestört. Das kommt gleich noch da rein zum Räuchern. Ich brauche ja circa eine Stunde, um den Grill startklar zu machen, so dass er seine Temperatur hält, das Wasser eingefüllt ist und so weiter. Nehmt euch da entsprechend Zeit für. Soll ja auch stabil laufen und das Fleisch von Anfang an mit der richtigen Temperatur heiß geräuchert werden. Ich mache jetzt noch die Holzstücken rein und dann schätze ich mal so, naja, ich rechne mal mit 12 Stunden. Wir haben es jetzt 7.50 Uhr. Mal gucken, wann das fertig ist. Ich will so eine Temperatur von 87 Grad haben. Also einfach mal abwarten und wir sehen uns, wenn es soweit ist. Endlich ist es soweit. Jetzt haben wir es. 19.20 Uhr. Also mit 12 Stunden lag ich gar nicht so verkehrt. Das Fleisch ist fertig. Ich habe jetzt 85 Grad drauf. Ich hatte vorhin gesagt 87, glaube ich, ne? Aber das, was ich erlesen habe, sind 85 Grad. Und lasst uns das Fleisch jetzt mal angucken und dann fachsimpeln wir mal noch ein bisschen drüber. Da haben wir das gute Stück. Sieht fast aus wie ein Brisket. Ist aber nicht ganz so weich. Ja, ist jetzt noch nicht vollendet, bis die über 90 Grad erreicht hat. Soll es ja auch nicht. Und ja, was sagen wir noch dazu? Ja, fertig ist das leider nun immer noch nicht. Und ich hatte es ja schon am Anfang des Videos gesagt, ich habe mich ein bisschen auf amerikanischen Seiten rumgetrieben und habe da mal geschaut, wie die das machen. Die machen das ein bisschen anders als das, was ich hier auf den deutschen Seiten gefunden habe. Die ziehen das wirklich bis zu dem 85 Grad, lassen das danach auch nicht mehr im Kühlschrank rumliegen, sondern ja, die essen das anscheinend auch gleich warm, lassen das eine halbe Stunde ruhen. Ich lasse es jetzt über Nacht ruhen und schneide es morgen an, deswegen gibt es einen kleinen Zeitsprung. Aber was ich noch dazu sagen will, ist, auf den deutschen Seiten finde ich Sachen, da wird es schon bei 68 Grad und sowas rausgenommen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Das werden wir dann sehen, wenn ich es anschneide. Ich hatte jetzt eine Plateauphase drin, also die 68 Grad wurden im Prinzip zweimal erreicht. Einmal das erste Mal beim Anfang, als die Temperatur stieg, und das zweite Mal in der Plateauphase, als die Temperatur wieder abgefallen ist. In der Plateauphase, ich weiß nicht genau, was da passiert. Auf jeden Fall kann es da passieren, dass die Temperatur wieder abfällt oder ziemlich lange an einer Stelle halt stehen bleibt. Für was die Energie da verwendet wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht, müsste man sich mal genau drüber schlau machen. Aber egal, es ist auf jeden Fall eine Plateauphase drin. Ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass es dadurch das Fett, was in dem Fleisch ist, ein bisschen zersetzt wird und ja, mehr in das Fleisch halt einzieht. Lass uns einfach nicht mal lange drüber schnacken. Wir schneiden das morgen früh an und dann schauen wir mal, wie das geworden ist. Ich bin schon echt gespannt. Fertig ist es. Es riecht schön frisch nach geräucherten. Hier unten kann man noch schön das Fett sehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie rum ich das anschneide. Aber das machen wir jetzt. Ich bin schon total gespannt. Ich sehe jetzt gar nicht mehr, wie die Fasern laufen. Ich schneide es einfach jetzt mal durch. Ich mache es einfach. Also, das sieht nicht so schlecht aus. Hier läuft noch schön der Fleischsaft raus. Ich schneide mal eine Scheibe runter. Und dann muss ich mal probieren. Kann man das ein bisschen sehen, es glänzt und also es ist wirklich noch saftig. Und jetzt wird endlich probiert. Also mürbe ist das Fleisch. Und wisst ihr was? Das schmeckt herrlich. Das ist weich und zart. Durch den Fettstrang da drin. Die Gewürzmischung
Das passt alles. Also, hervorragend. Also besser kann man es wirklich nicht machen. Ich habe, glaube ich, im ganzen Video noch gar nicht gesagt, was ich für ein Fleisch verwendet habe, aber der eine oder andere hat es sicherlich schon erkannt. Es ist eine Rinderbrust von der Ferse. Ich bin soweit durch. Meine Frau wird das jetzt noch begutachten und dann der Junge, der kauft sich immer, naja, das Fertige, und so richtig bin ich nicht davon überzeugt. Ich stelle das jetzt auf den Tisch. Lasst die Familie probieren. Wenn es euch gefallen hat, dann macht das einfach mal nach. Das funktioniert hervorragend, ist ein bisschen zeitaufwendig. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Y Barbecue. Ciao!